Jawohl, was können Sie uns noch zeigen? Was hat Werder Bremen noch zu bieten? Auf alle Fälle ein Wechsel. Ise Tajrovic jetzt, wie erwartet, in der Startelf für Finn Bartels eingewechselt. Bei der Elf von Robin Dutt. Leverkusen unverändert in Rot von rechts allerdings für 2:0 zur Pause. Und falls Sie die erste Halbzeit versäumt haben sollten, noch einen schönen Spaziergang gemacht haben sollten, möglicherweise essen waren, das schöne Wetter an einem sehr schönen sommerlichen spätsommerlichen Abend genossen haben, dann haben Sie die wie immer sehr offensive, schnell spielende Mannschaft aus Leverkusen im ersten Durchgang verpasst. Calhanoglu und Gasto haben die beiden Tore gemacht, aber hier in Leverkusen ist erst dann Schluss, wenn der Schiedsrichter pfeift, und bis dahin wird konsequent nach vorne gespielt. Das haben wir unter anderem gegen Kopenhagen gesehen beim Spiel hier in der Bay Arena, beim Rückspiel. Bellarabi sportlich in der letzten Saison abgestiegen mit Eintracht Braunschweig, aber er passte ins System von Roger Schmidt, zumindest als Ergänzungsspieler, hat sich dann gut gezeigt, und das ist Di Santo! Riesenchance für Werder nach der Pause. Di Santo, die Doppelspitze mit Petersen und Di Santo heute gut aufgestellt von Dutt, hatten die eine oder andere Möglichkeit. Gerade Di Santo gefällt mir sehr gut da vorne, hat die wenigen Lichtblicke gegen Leverkusen. Wieder Di Santo im Abseits. Im Abseits, Fahne korrekt oben, genauso wie Nils Petersen, steht Di Santo zu weit vorne. Glück für Leno. Aber das sind die Aktionen, wie Werder spielen kann. Ein schneller Ball für den sehr begabten Di Santo. Dann kann auch die Bremer Mannschaft hier noch gefährlich werden. Trotz 0:2 Rückstand zur Pause, Petersen und Hajrovic. Bartels für mich nicht auffällig, nicht negativ, nicht positiv. Okay, aber das reicht nicht, um hier in der Bay Arena mehr mitzunehmen als möglicherweise einen freudigen Gruß des Gegners. Und das wissen die Gegner, das wird allen bewusst sein. Hier muss wirklich die volle Leistung gebracht werden. Leverkusen spielt einen anderen Fußball als den im letzten Jahr unter Sami Hyypiä. Hier wird mit Tempo rangegangen. Bönes. Kießling mit dem Kopf. Stefan Kießling kommt auch noch an diesen Ball. Und es sah schon so aus, als sei dieser Kopfball nicht mehr erreichbar, weil die Flanke scheinbar nicht zu nehmen schien, weil Lukimia nah dran war bei Kießling. Aber er kommt an den Kopfball. 3:0. Leverkusen macht auch im zweiten Durchgang offensiv weiter. Und Stefan Kießling, ja bekanntlich der Mann, der immer trifft für die Werkself, wann auch immer sie auf dem Platz steht. Bitter für Bremen. Aber das ist Di Santo. Hinter Bernd Leno Stunde gespielt. Sie haben ihre Möglichkeiten, die Bremer, aber sie hätten viel eher bereits die Chance nutzen müssen. Jetzt eine scheinbar aussichtslose Lage gegen völlig auf Tour gekommene Leverkusener Jedwai. Wir haben ihn bereits letzte Woche so weit vorne gesehen. Hat ja das Eigentor zunächst verursacht, den 0:1 Rückstand gegen Hertha. Und dann abseits dann den Ausgleich gemacht. Tin Jedwai. Und das ist richtig, die linke Schulter von Hajrovic zu weit vorne. Freistoß Emir Spajic. Calhanoglu. Reinhardt und Son. Hongmin Son für Kießling. Tor Nummer 4 am Freitagabend in Leverkusen. Der nächste Kopfballtreffer von Stefan Kießling. Werder fängt an auseinanderzufallen. Jeder Ball, der vors Tor kommt, eine Riesengefahr für das Werder-Tor.
Und jetzt brauchen sie dringend mal eine Aktion. Nils Petersen. Leno zunächst draußen, hat gezögert. Junusovic. Gut gespielt. Gut erkannt, schnell gespielt von Elia, der gesehen hat, dass Leno rausgekommen war, gezögert hatte. Und jetzt kommt der Wechsel bei Leverkusen. Bender kommt für Gonzalo Castro. Çalhanoğlu im Abseits. Ganz leicht, hauchdünne Entscheidung, wird angesichts des Spielstandes vermutlich nicht mehr entscheidend sein, aber vermutlich die Schulter von Çalhanoğlu etwas weiter vorne als das Bein von Lukimia. Galvez, Petersen, Galvez mit Lichtblicken in Bremen gegen Hoffenheim beim Spiel vergangene Woche. Di Santo, Fritz und Tajrovic, jetzt mal etwas Platz, Di Santo gegen Spalc, das ist zu einfach gegen einen WM-Fahrer. Dazu ein sehr sicherer Verteidiger, Emir Spalc, der zwar den ein oder anderen Fehler mal macht, aber unterm Strich doch sehr gut hinten steht. Lars Bender gibt Eckstoß für Leverkusen und der nächste Wechsel dürfte ihn betreffen. Elmar Toprak, der geht. Nein, Çalhanoğlu geht. Die 4 war für Galvez. Galvez weicht groß und Çalhanoğlu ausgewechselt und Tremic eingewechselt. Und das war Stefan Kießling mit dem nächsten Kopfball auf das Tor von Wolf. Topper gerade die 21. Kurzer Zahlentausch bei den Leverkusenern. Reinhardt, die Leverkusener immer wieder nach vorne. Bellarabi. Drmic wird den Ball überhaupt nicht. Der wird überhaupt nicht angegriffen. Jetzt mal Lukimia dazwischen gegen Drmic beim Pass von Kießling. Aber davor ja den Ball beinahe noch Drmic geschenkt. Wenn wir ihn nicht wollen, mach du doch was damit. Das wird nicht reichen für Werder, wenn sie mit dieser Einstellung durch die Saison gehen. Klar, das Spiel hier in Leverkusen, das ist eine schwierige Aufgabe. Ballverlust Di Santo. Unterm Strich für mich einer der besten Bremer. Petersen. Also 10 Minuten noch in der Bayer Arena, dass der Tabellenführer hier spielt. Auch nach dem Spieltag dürfte besiegelt sein. Die Frage ist nur, wie Werder mit diesem 0:4 in den letzten 10 Minuten umgeht, ob da vielleicht nochmal eine Offensivaktion kommt, vielleicht ja noch ein Treffer hier in der Bayer Arena, aber es wird nichts daran ändern, dass Leverkusen seine unglaublich tolle Saison weiter fortsetzen wird. Reinhardt im Bild. Geht vom Platz und es kommt Levin Özcanlı. Nochmal Einwurf für Leverkusen. Drmic mit dem Ballverlust. Drmic, ja, vom Absteiger aus Nürnberg. Zeigt, wie viele Talente durchaus bei diesem Verein unter Vertrag stehen, auch wenn sie am Ende die Bundesliga verlassen müssen. Bellarabi aus Braunschweig, Drmic aus Nürnberg, ja komplett eigentlich der Nürnberger Kader, wo sich geschätzt die Hälfte danach verteilt hat. Chandler nach Frankfurt. Kiyotake nach Hannover und eben Drmic nach Leverkusen, Ginzek nach Stuttgart. Also Nürnberg hat viele Spieler ziehen lassen, anders als Braunschweig, das sich versucht hat zu wahren, was sie hatten im Kader. Aber profitieren tun solche Vereine wie Leverkusen davon, holen sich einen großen Spieler wie Drmic, den sie
als Alternative vorne haben werden zu Çalhanoğlu. Und jetzt nochmal Elia. Kommt Werder nochmal Elia. Leno mit kleiner Unsicherheit. Lässt diesen Ball direkt vom Tor droppen. Topfen, Verzeihung. Und wenn da nicht der Verteidiger steht, dann hat Werder die Chance zum Anschluss, beziehungsweise zum Ehrentreffer. Jetzt nochmal Son. Die nächste Flanke. Drinic. Und Bönes. Nachgesetzt. Bönes ja Ex-Bremer in der großen Zeit dabei, als Bremen im UEFA-Pokalfinale war in Istanbul vor wenigen Jahren gegen Donetsk. Das war 2009 im Halbfinale gegen den HSV gespielt, die norddeutschen Festspielwochen. Da war Bönes noch bei Werder. Jetzt ist er bei Leverkusen und nochmal Bellarabi, Karim Bellarabi bedankt sich für das 5:0 für Bayer Leverkusen. Lässt Wolf Aldosin die Verteidigung ohnehin schon düpiert, kein Abseits, mit Stopp und Ballwechsel, Fußwechsel von rechts auf links. So einfach kann es sein. Bayer 04 Leverkusen 5:0 gegen Werder Bremen. Nachspielzeit lief bereits. Das dürfte es dann in wenigen Augenblicken gewesen sein. Sie unterstreichen das, was sie spielen wollen. 5:0 gewinnt Bayer Leverkusen. Die Tore durch Castro, Çalhanoğlu, Kießling zweimal und Karim Bellarabi, der in der 90. den Schlusspunkt gesetzt hat. Werder Bremen hat Mitleid erregt. Das ist für Sportler tendenziell das Ungünstigste, was sie erreichen können. Aber trotzdem sind sie hier einfach untergegangen gegen die Offensive der Leverkusener. Nach 10 Minuten bereits das erste Tor. Dann hat Çalhanoğlu weitergemacht nach 23 Minuten. Kießling mit dem Doppelpack in der zweiten Halbzeit und Bellarabi krönt diesen Heimsieg der Leverkusener, die weiter also optimal durch diese Saison marschieren. Alle Spiele unter Roger Schmidt bislang gewonnen und an diesem Freitagabend damit auch die Tabellenführung waren. 9 Punkte nach 3 Spielen, das Optimum für Leverkusen, dazu eine unglaubliche Torausbeute. 11 Tore heute ohne Gegentor geblieben bei 5 Toren. Das ist das, was Schmidt will, was eigentlich der Traum ist für einen Offensivtrainer wie Schmidt. Aber er kriegt genau das, was er will mit Leverkusen. Und wir verabschieden uns jetzt aus der Bayer Arena, wünschen viel Spaß am Wochenende mit einigen interessanten Partien in den ersten 3 Ligen Deutschlands. Wir sind in allen Ligen dabei, unter anderem Chemnitz gegen Rostock. Falls Sie Interesse haben am schönen Amateurfußball aus Chemnitz, empfehlen wir für Sie das Spiel am Sonntag um 14 Uhr morgen. Mainz gegen Berlin aus dem Olympiastadion. Und zunächst einmal ein Tschüss aus Leverkusen. Bis dann!